In der letzten Folge. Kira und Gordon lernen ein anderes Brasilien kennen. Der erste Eindruck ist, glaube ich, oh Gott, wie primitiv man da wegschlebt. Als der weitgereiste Schlagerstar Christina Bach. Also ich habe schon viel Chaotischeres erlebt. Praktikant Florian darf endlich zurück. An der Rezeption ist es ein bisschen stressiger geworden. Und die Brücke hat ein Problem. Also so wie es aussieht, hat sich die Ankerkette über den Wulstbug gelegt. Auch Christian und Lisa sitzen fest. Wir kommen nie wieder am Schiff an. Heute Alarm im Amazonas. Entweder funktioniert unser Echolot nicht oder wir haben kein Wasser mehr unterm Kiel. Die weiße Lady sitzt auf einer Sandbank fest. Im Moment ist noch kein Panik, noch. Aber es kann anders sein. Manche Passagiere kommen wilden Tieren gefährlich nah. Wir sagen wirklich jedem, der rauskommt, gehen Sie nicht so nah. Christina Bach wird von Einheimischen zum Essen eingeladen. Oh, und andere bleiben geduldig an Bord. Noch. Es kann sich um Minuten handeln, um Stunden handeln. Vielleicht hängen wir auch noch 2-3 Tage hier. Die weiße Lady fährt auf dem Amazonas. Seit 5 Tagen verbringen Kira und Gordon hier ihre Flitterwochen. Die Reise geht über die Wasserwege durch den südamerikanischen Dschungel zu ihrem Traumziel, der Karibik. Mit an Bord ist auch Studentin Christine, die jeden Morgen der üppigen Bordküche den Kampf ansagt, während Mama Karin den Tag im Pool geruhsamer angehen lässt. Heute steht das vorletzte Amazonas-Ziel auf dem Programm. Painha, ein kleines Dorf im Regenwald. Der Ankerplatz liegt in flachen Gewässern. Das Problem, der Wasserstand ist extrem niedrig, denn es hat schon seit Tagen nicht mehr geregnet. Zuverlässige Flusskarten gibt es nicht. Kann es auch nicht geben, weil sich der Wasserlauf hier ständig verändert. Die weiße Lady hat einen Tiefgang von 7,5 Metern. Mindestens die berühmte Handbreit Wasser unterm Kiel braucht sie, um vorwärts zu kommen. Aber die Wasserstandsanzeige fällt und zeigt plötzlich gar nichts mehr an. Also entweder funktioniert unser Echolot nicht oder wir haben keine Tiefen mehr. Und das heißt, wir haben kein Wasser mehr unterm Kiel. Jetzt, der Kapitän hat jetzt Rückwärtsfahrt gegeben. Wir wollten halt relativ nah an die Ortschaft ran zum Ankern. Und die Tiefe hat halt ganz schnell abgenommen. Und jetzt warten wir mal, was gleich passiert. Zunächst böse Ahnung, dann Realität. Das Schiff ist auf Grund gelaufen. Selbst der ortskundige Lotse hat das nicht verhindern können. Dafür ist er eigentlich an Bord. Wir staying in the mud here. Give me as quick as possible 2 more engines. Alle Maschinen müssen jetzt die volle Leistung bringen, um das Schiff rückwärts von der Sandbank zu ziehen. Doch das Einzige, was sich bewegt, ist der Schlamm unter dem Rumpf. Und ich wollte ein bisschen näher zum Tenderpier heute, aber da haben wir gelernt, dass da war ein bisschen weniger Wasser. So, dann haben wir 4 Maschinen in Lauf und dann kommen sie langsam auf den Sandbank hier. Jetzt haben wir 1 Meter unter den Kiel und wir waren auf 0. So. 1 Meter, Captain? It was. Ja, 1 Meter. Ja, wir sitzen immer noch fest. Oder wieder, ich weiß es nicht genau. Aber also wir haben uns ein kleines Stück bewegt, aber jetzt sitzen wir wieder fest. Ja, also bei mir ist die Anspannung gerade sehr groß. Das passiert
mir zum ersten Mal. Und ja, es ist aber gut, dass alle ruhig bleiben. Und ja, wir werden das Schiff schon schaukeln. Zeit, die Passagiere zu informieren. Wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Gäste. Unser Schiff Eider im Moment Grundberührung. Wir haben bei dem Manövrieren eine Sandbank getroffen und jetzt wird es spannend. Die Gäste nehmen es gelassen. Noch. Also wir merken momentan, dass das Schiff wirklich total überall wackelt, rumpelt und poltert. Also man merkt schon, dass die gerade mit dem Schiff versuchen, von dieser Sandbank loszukommen. Also da passiert gerade einiges, das merkt man auch, ja. Ist schwierig. Es ist also, denke ich mir mal, ich habe auch selbst ein Boot, ne? Bin auch schon mal auf Grund gelaufen, allerdings ein bisschen klein, ne? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er sich mehr reinbohrt als rauszieht, ne? Weil er kommt ja jetzt vorne mit der Spitze ein bisschen mehr an Land. Und es könnte schwierig werden. Ne? Nee, muss man abwarten, was passiert. Ne? Auf der Brücke will man natürlich nicht abwarten, sondern so schnell wie möglich herausfinden, in welche Richtung Kapitän Hansen das Schiff manövrieren muss, um von der Sandbank runterzukommen. Um das herauszufinden, wird ein Tenderboot zu Wasser gelassen. Ja, wir haben jetzt die Tiefen direkt um das Schiff aufgenommen. Das heißt, ein Tenderboot ist einmal um das Schiff gefahren und im Abstand von 50 Meter wurde einmal geguckt, wie tief das Wasser dort ist, damit wir dann sehen können, wo wir am besten rausfahren. Die nächsten Maßnahmen werden sein, dass unser Kapitän versucht, voraussichtlich noch einige Tenderboote vom Schiff herabzulassen, um zusätzliches Gewicht zu sparen. Und unser Schiff schräg achtern, also Richtung Steuerbord, versucht von der Sandbank zu ziehen. Was wiegt denn so ein Tenderboot? 15 Tonnen. Eines. Das ist 60 Tonnen. 60 Tonnen weniger. Nein, wir kommen drüber hin, alles. Die letzte, so gehen. Du nimmst alles raus. Anker und unten und dann schau mal, ob du kommst. Also ich glaube, wichtig, dass man in so einem Fall die Passagiere sofort informiert. Unsere Passagiere sind clever. Man sieht das, ob eine Schraube Schlamm auffühlt, ob sich das Schiff bewegt. Und ich glaube, das Schlimmste, was es geben könnte, wäre, dass der Passagier das Vertrauen A in die Stimme im Lautsprecher oder auch gar auf die Menschen, die dahinter stehen, verliert, weil diese Stimme oder die Menschen, die dahinter stehen, müssen ja in einem wirklichen Notfall, wir sehen das im Moment nicht als Notfall, das kann passieren, anbehalten. Also ist hier eine sehr schnelle und umfassende Informierung der Gäste notwendig. Und diese Taktik zahlt sich aus. Gelassen verfolgen die Gäste die Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Schiff schnellstmöglich aus dieser schwierigen Lage zu befreien. Es kann sich um Minuten handeln, um Stunden handeln. Vielleicht hängen wir auch noch 2-3 Tage hier fest. Ja? Ich glaube, das kann bisher keiner sagen, genau. Ja. Langsam wird es heiß auf dem Lido-Deck. Die Passagiere sind nah an Land, aber gefangen auf dem Schiff. Bald muss etwas geschehen. Entweder wird der Tenderbetrieb aufgenommen oder die Reiseleiter müssen für Ablenkung an Bord sorgen. Auch Elke und Praktikant Julian sind in Warteposition. Also ich habe bis jetzt immer von solchen Sachen gehört. Bis jetzt in den ganzen Jahren, die ich jetzt hier an Bord bin, habe ich es noch nie erlebt. Das erste Mal. Ich stehe jetzt die ganze Zeit Standby und warte, dass ich nach draußen gehen kann. Hier an Bord habe ich im Moment noch keine besondere Aufgabe oder wir im Moment noch nicht. Einfach weil wir natürlich hoffen, dass es möglichst schnell geht. Ja, man muss jetzt halt mal abwarten, wie lange es dauert und ob es eben irgendwelche Alternativprogramme gibt, die entworfen werden müssen. Aber ja, bis dahin bleibt eigentlich nur die abzuwarten. Alle Tenderboote sind mittlerweile auf dem Wasser. Je leichter das Schiff, desto größer die Chance, wieder freizukommen. Auf der Brücke ist Kadett Christian froh, eine konkrete Aufgabe zu haben. Also es ist wichtig für die Dokumentation, um das dann ins Logbuch einzutragen, die genaue Uhrzeit. Also bei allem, was auf dem Schiff passiert, also alles, was auf dem Schiff passiert, muss ja dokumentiert werden. Und gerade sowas ist besonders wichtig. Auch Hotelmanager José Brass ist in Wartestellung. Im Moment ist noch
kein Panik noch. Aber es kann anders sein. Für die Hotel Department im Moment müssen wir natürlich statt einem Hafentag ist ein Seetag. So müssen wir jetzt planen. Und wir müssen warten, was der Kapitän entscheidet oder was er machen kann. Aber es kann sehr schlimm sein. Aber wir hoffen, dass wir kommen raus davon. Wenn die Passagiere nicht von Bord gehen können, muss auch im Restaurant umdisponiert werden. Außerdem müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Denn wenn das Schiff plötzlich von der Sandbank rutscht, ist die Verletzungsgefahr in der Küche groß. Restaurantleiter Lars Gröning und Küchenchef Peter Schulze sind alarmiert. Okay, du weißt, was passiert heute in der Früh. Was passiert ist? Du weißt, wir sitzen in einer Sandbank. Okay, bitte aufpassen, sagst du die Jungs in der Küche. Alles, was ist mit heißes Essen oder große Pots am Boden stellen, weil das Schiff kann vielleicht ein bisschen bewegen. Und wir müssen anderes überlegen für Mittagessen. Wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Normal gehen 300-400 Passagiere am Land und jetzt sind alle an Bord. So müssen wir planen dann Mittagessen für alle Passagiere. Okay? Alles klar, okay. Der Küchenchef gibt die Anweisungen direkt an seinen Sous-Chef weiter. Der sorgt dafür, dass in allen Abteilungen die Sicherheitsmaßnahmen sofort umgesetzt werden. Wir planen jetzt im Prinzip Code Rough Sea. Das heißt also Schiffsbewegung, alles muss gesichert werden, weil wir haben jetzt unerwartete zu erwartende Schiffsbewegung. So, demzufolge müssen wir das jetzt alles extra sichern. Das heißt alles irgendwo festbinden, mit Folie einbraten, dass keiner verletzt wird und dass unsere Arbeit natürlich auch nicht einen Bach runtergeht. Nach dem Ablassen der Tenderboote und der zwei Anker ist das Schiff um einige Tonnen leichter. Und trotzdem, es will sich einfach nicht aus dem Schlamm hinaus bewegen. Es ist zwar nur Schlamm, aber wenn das Schiff sich im Schlamm festsaugt, dann entsteht halt so ein Sogeffekt. Und es kommt jetzt halt ganz drauf an, wie tief das Schiff im Schlamm drin steckt. Und davon wird es wohl abhängen und ob der Wind jetzt zunimmt oder abflaut. Der starke Wind drückt die weiße Lady weiter auf die Sandbank. Die 10 Decks wirken wie ein Segel, das man nicht kontrollieren kann. Damit er sofort erkennt, wenn sich das Schiff bewegt, peilt Kadett Christian einen festen Punkt an Land an. Jetzt tut sich wieder was, jetzt drehen wir uns wieder. Langsam, aber sicher. Kapitän Morten Hansen bleibt skeptisch. Zu Anfang sind wir einfach von vorne, also mit dem Bug, auf eine Sandbank aufgelaufen. Und dann war es halt sehr unglücklich, dass das Schiff quer zum Wind kam und wir dann halt mit dem Heck auch noch auf die Sandbank aufgetrieben sind. Und dass das Schiff jetzt wirklich mit der kompletten Backbordseite im Sand steckt. Wir wissen halt nicht, wie tief und wie weit. Es kann ein Meter sein, es kann aber auch der halbe Rumpf sein bis zum Kiel. Das wissen wir halt nicht genau. Tatsache ist, das Schiff sitzt jetzt richtig fest. Den östlichen Wind hier ist mein Feind momentan. Und wir haben so entschieden, dass wir lassen die Gäste umlangen. Wir bleiben sowieso hier. Beide Anker haben wir draußen und steht in einer sicheren Position. Und dann probieren wir am Nachmittag, wenn der Wind normal so gegen Abend geht, der Wind hier unten. Und dann drehen meine Heck in die richtige Richtung und dann hoffentlich schleit man weg von den Sandbank her. Soweit der Plan. Aber noch ist das Schiff manövrierunfähig. Und wie es sich verhält, wenn die Gäste von Bord sind und es dadurch weiter an Gewicht verliert, weiß keiner so genau. Darum darf nichts herumstehen, muss alles befestigt werden. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst, dass dass etwas runterfällt und jemand verletzt. Und das ist für mich Sicherheit sehr wichtig. Und deswegen bin ich in der Küche jetzt und ich schaue, dass nichts einfach drauf liegen mit Heißes, dass jemand verbrennen kann. Aber bis jetzt, alles ist drin, geschützt, alles ist gut, aber es ist immer gut zu sagen. Weil es kann gefährlich sein, könnte gefährlich sein. Auch für die kalte Küche gilt der Code Rough Sea,
Also dieselben Maßnahmen, die auch bei starkem Seegang getroffen werden. Für Küchenpraktikantin Lisa ist das alles neu. Das ist für die alles Routine hier. Ich glaube, die haben ja schon tausendmal mehr mitgemacht als ich. Das kann halt mal passieren. Und die Jungs sind manchmal schon 8 bis 10 Jahre auf dem Schiff und die kennen das schon. Für mich ist halt etwas Neues, aber ich versuche mich so gut wie möglich immer schön dezent zu verhalten und nicht nervös zu werden. Alle Speisen werden abgedeckt und sicher verstaut, damit bei einer plötzlichen Schiffsbewegung nichts durch die Gegend fliegt. Auch Nautikstudent Christian kennt die Situation nur aus dem Lehrbuch. Er ist zwar schon 5 Jahre mit der Marine zur See gefahren, auf Grund gelaufen ist er noch nie. Wir nehmen das Signal hoch, dass wir manövrierunfähig sind. Also da wir auf Grund gelaufen sind, kann das Schiff nicht mehr manövrieren. Und damit alle anderen wissen, dass das so ist, heben wir jetzt das Zeichen manövrierunfähig nach oben. Das sind 3 schwarze Bälle übereinander. Ja, eine wirkliche Anladung gibt es dafür nicht. Das ist im Moment wirklich Leben in der Lage. Jede Minute kommen andere Informationen rein, rund ums Schiff. Und wir müssen einfach sehen, wie wir das jetzt geschaukelt kriegen. Das Problem der Crew. Für die Passagiere ist eigentlich alles wie geplant. Nur etwas improvisierter und spannender. Machen Sie bitte einmal eine Reihe. Da die Tenderboote sowieso schon alle im Wasser sind, kann der Transport zügig abgewickelt werden. Und auch Schlagerstar Christina Bach kommt mit Freundin Maria Polido noch rechtzeitig zu ihrem geplanten Ausflug. Sie wollen heute mit Boot und Guide losziehen und einen ganz untouristischen Einblick in das alltägliche Leben einer Familie am Amazonas bekommen. Im kleinen Stelzendorf Prainha sind die deutschen Urlauber eine Sensation. 7 Jahre ist es her, dass zuletzt ein Kreuzfahrtschiff hier Halt gemacht hat. Hierher verirrt sich normalerweise kein Tourist. Ich glaube, das haben viele Gäste so noch nie gesehen, beziehungsweise so auch nicht erwartet. Das ist schon sehr, sehr ursprünglich hier. Allerdings unterschätzen unsere Gäste auch häufig so ein bisschen die Gefahr. Wir haben jetzt zum Beispiel dort hinten so eine große Büffelherde oder Wasserbüffelherde. Und wir sagen wirklich jedem, der rauskommt, gehen Sie nicht so nah. Und jetzt 3-4 Mal schon Gäste, die wirklich auf 3-4 Meter an diese Büffelherde angehen. Das ist, wo ich immer zusammenzucke und denke, muss das sein? Ja, schon wieder. Nicht so nah rangehen, bitte! Gehen Sie doch bitte nicht so nah daran! Wir haben es vorhin gesehen, wie so ein Büffel wirklich losgerannt ist, auf einen Gast zugerannt ist. Und ich dachte, oh, jetzt wird er aufgespießt. Und wir sagen es wirklich jedem, der hier rauskommt. Und immer wieder. Ich weiß nicht warum. Ein Ort wie Prainha stellt die Reiseleiter vor eine besondere Herausforderung. Er steht in keinem Reiseführer, es gibt keine Sehenswürdigkeiten und Englisch spricht auch keiner. Die Vorstellung, ausgerechnet hier mehrere Tage festzusetzen, ist ja schwierig. Für mich ist es jetzt sehr präsent, dass das Schiff nicht weg kann, weil ich die ganze Zeit hier stehe oder das Schiff beobachte. Soweit ich weiß, wird ja umgebunkert oder auch Ballast abgelassen. Und ich beobachte die ganze Zeit das Schiff und sehe immer diese kleine Linie, dass die blaue Linie immer größer wird. Oder bilde mir ein, dass die größer wird. Und hoffe natürlich, dass wir heute Abend hier wieder weiterfahren können. Mal sehen. Sonst könnte es auf Dauer etwas eintönig werden. An der Rezeption haben Hotelpraktikant Florian und seine Kollegin Lena wenig zu tun. Fast alle Passagiere haben die Chance genutzt und sind an Land gegangen. Ich habe gar nicht so viel mitbekommen von unserem Problem, das wir derzeit haben. Also wir sind ja wohl irgendwie auf eine Sandbank aufgelaufen. Bin heute relativ bei einer glücklichen Verfassung relativ spät aufstehen zu müssen. Da ist das alles schon passiert. Bekommen nur mit, dass halt wirklich die Gäste trotzdem unser Schiff verlassen können und wohl an der Lösung des Problems gearbeitet wird. Wie jetzt das aber alles vonstatten geht, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt wirklich keine Beschwerden oder sowas in der Hinsicht. Also es ist so eigentlich ein ganz normaler Tag wie jeder andere für mich. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber dann verursacht die Schieflage die ersten Probleme. Meine Zimmertür klemmt auf 3075. Manchmal komme ich nicht raus und manchmal komme ich nicht rein.
30, Gewalt. 75, also sie funktioniert erstmal so noch, ja? Das ist unser. Vierten Anlauf. Hier müssen wir unseren Techniker weiter. Die sagen, dass sie in unseren Techniker geben, wir das dann weiter, die kümmern sich dann darum. Alles klar. Alles klar. Danke. Gerne. Tschüss. Christina Bach und Freundin Maria haben mittlerweile das Boot gewechselt. Mit ein paar PS mehr geht es in einen Seitenarm des Amazonas. Abenteuer pur. Amazonas? Abenteuer Amazonas. Haben wir so gebucht. Mit Auflaufen auf der Sand. Entschuldige mal, das ist die Reise für Winter. Und nicht für irgendwelche Kuscheltiere. Stützstrümpfe. Wollt ihr eine Abenteuerreise machen oder eine Reise für Stützstrümpfe? Das können wir immer noch. Das können wir später immer noch. Die Freundinnen, beide Sternzeichen Widder, kennen sich seit 23 Jahren. Regelmäßig verbringen sie gemeinsam eine Woche Familienurlaub auf Mallorca. Kein Vergleich zu dieser Kreuzfahrt. Die Gelegenheit, überhaupt hierher zu kommen, es wird unvergesslich sein, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß nicht, was mich da an Land erwartet, aber das ganze Leben hier zu spüren und zu sehen, das ist schon sehr einmalig. Oh, guck mal, Maria, wie schön. Durch den niedrigen Wasserstand gibt es am Ufer Tiere zu sehen, die normalerweise im Fluss leben. Wegen der starken Wasserstandsschwankungen bauen die Bewohner ihre Häuser auf Stelzen. Das schützt sie vor Überschwemmungen. Ich bin natürlich jetzt super gespannt auf die Familie. Und Maria, die ja zwei Kinder hat, die hat so Käppis dabei. Wunderschöne bunte Käppis in der Hoffnung, dass die Kinder, wir wissen ja nicht, wie viele es sind und ob es Junge oder Mädchen ist. Wir hoffen einfach, dass wir da irgendwie das Richtige jetzt mitgebracht haben. Christina Bach will heute das echte Leben am Amazonas kennenlernen. Und ist wohl nicht weniger gespannt auf die brasilianische Familie als die Gastgeber auf die blonde Sängerin. Hola. Freundin Maria hat portugiesische Wurzeln und übernimmt das Dolmetschen. Das ist der Hausherr. Ich sag erstmal der Hausdame guten Tag. Hallo. Hey. Olá. Hallo. São todos os filhos? Guten Tag. Darf ich dir das draufsetzen? Kann man, oh, da muss man hinten ein bisschen größer machen. Ach, lass mal drauf. Polícia, o capote da polícia. Sabes o que diz aí em cima? Ich glaube, sie ist nicht besonders begeistert von dem Käppi. Queso também? Queso também? Papor? Como é? Passt zumindest zum T-Shirt. Passt zum T-Shirt. Oh, passe. Selbst wenn sich die beiden Damen aus Deutschland nicht ganz sicher sind, ob das Gastgeschenk das Richtige war, eine schöne Geste ist es in jedem Fall und alle verstehen sie. Während die einen neue Eindrücke sammeln, wollen andere ihre Erfahrungen der ersten Reisetage erst einmal verarbeiten. Karin und Tochter Christine sind an Bord geblieben. Christine, ich schreibe jetzt noch mein Tagebuch fertig. Ich will jetzt aber aufs Deck. Ja, dann geh du. Und wir müssen ja nicht immer alles zusammen machen. Wieso? Ich habe doch vorhin eh gesagt, dass ich das machen möchte. Ich bin eh schon ein bisschen rot und du kannst noch ein bisschen Farbe gebrauchen. Ja, aber wo hast du denn jetzt die Sonnencreme wieder hingelegt? In der einen Tasche, glaube ich, in der grünen. Ja, aber kommst du dann noch nach? Ich bin froh, wenn ich mal ein paar Minuten meine Ruhe habe. Ja. Und ich komme danach, okay? Okay, gut, dann bis gleich. Jo, pass auf, creme dich gut ein, ne? Mach ich. Tschüss. Ciao. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich mich immer mal sammeln kann und den Tag Revue passieren lassen kann. Und das auch dann aufschreibe gleich für mich und auch meine persönlichen Gefühle und Emotionen, die ich dabei hatte. Weil es ist so vielseitig hier, weil man vergisst das dann. Einfach und dann kann man immer mal wieder nachlesen und dann hat man das Flair wieder und fühlt sich gleich wieder zurückversetzt in den Urlaub. Ja, und weil es natürlich die erste Kreuzfahrt ist, auf alle Fälle. Und gibt es erste Anzeichen von Lagerkoller? Man muss sich ja mal vorstellen, unsere Kabine ist ja schon relativ klein. Das entspricht bei uns daheim vielleicht unserem Bad.
Und wenn man da wirklich 24 Stunden fast nonstop aufeinander hängt, gibt es natürlich schon mal Reibungspunkte. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich meine Sachen überall mal so ein bisschen hin verstreue, was sie leicht zur Weißglut bringt. Und dann räumt sie wieder auf, dann weiß ich aber nicht, wo es wieder ist. Und das sind so, glaube ich, die Punkte, die gerade noch so ein bisschen nervenaufreibend sind. Aber ansonsten funktioniert es auch ganz gut. Ich meine, man kann sich ja hier auf dem Schiff jetzt auch aus dem Weg gehen. In der Kabine natürlich nicht, aber auf dem Schiff ja schon. Auf dem Jupiterdeck lässt es sich herrlich ausspannen. Gerade wenn die meisten Gäste an Land sind und das Schiff so schön still steht. Für mich ist es im Moment sehr wichtig, dass ich meine Stunde oder meine zwei Stunden für mich habe, mal zur Ruhe komme und darüber nachdenken kann, was heute Vormittag eigentlich passiert ist. Das lief ja erstmal wie so ein Film an mir vorbei, die erste Stunde, bis man realisierte, dass das wirklich wahr ist und dass wir jetzt wirklich richtig festsitzen. Und ich war dann echt froh, als ich die Tür hinter mir zumachen konnte und erstmal eine Stunde für mich hatte und erstmal das ein bisschen verarbeiten konnte. Also wenn ich ehrlich bin, brauchen wir ganz, ganz viele Schutzengel und ganz, ganz viele Leute, die Daumen drücken, dass das klappt. Also ich glaube, wir stecken schon tief im Schlamm. Ob und wie der Kapitän den Karren sprichwörtlich aus dem Dreck zieht, wird er hautnah miterleben. Er muss gleich wieder seinen Dienst auf der Brücke antreten. In der Atlantic Lounge auf Deck 6 sind die Gästebetreuer Danny und Michael damit beschäftigt, die Passagiere bestmöglich abzulenken. Mit flotten Sprüchen und Bingo. Da sitzt du einmal auf der Sandbank fest. An Tagen wie heute sind wir natürlich schon besonders gefordert, weil es auch den gewohnten Ablauf der Gäste total durcheinander bringt. Es ist im ersten Augenblick was ganz Besonderes, ein Außergewöhnliches, auf die Sandbank aufgelaufen, das Schiff steckt fest. Aber im Grunde ist es nichts Dramatisches, außer halt, dass das Schiff sich nicht mehr bewegen kann, dass wir nicht wegkommen. Und irgendwann sind wir natürlich gefordert, weil es wird dann auch für die Gäste sehr schnell langweilig irgendwann. Es ist halt kein Aufhänger, der die Leute den ganzen Tag beschäftigt. Und wir müssen dann natürlich halt auch dann in der Animation und in der Unterhaltung für die Gäste noch ein bisschen mehr auffahren, eben um sie davon abzulenken, dass wir gerade ein bisschen feststecken. Die Golfreihe komplett verschlossen. Einige Kilometer stromaufwärts an einem Seitenarm des Amazonas bekommt Schlagerstar Christina Bach eine Hausführung. Also ich weiß jetzt auch, warum das auf Stelzen ist, wegen des Wassers, ja, nicht? Wenn das Wasser steigt. Genau. Ich dachte ja in meiner Naivität, falls irgendwie ein wildes Tier kommt, dass man hoch genug wohnt. Aber es ist wirklich wegen des Wassers. Schau mal, und das ist der Gemüsegarten. Das ist auch nach oben gerettet, wenn das Wasser kommt? Ja, wenn das Wasser hier steht. Ja, Kohl. Sag mal, ist das Aloe Vera? Das ist eine Art Schnittlauch? Das ist eine Art Schnittlauch. Ja, oder nee, Zwiebeln. Ich denke, das Zwiebeln, sind so ja? Zwiebeln, ne? Neben Fisch stehen hier Zwiebeln, Maniok und Okraschoten häufig auf dem Speiseplan. Ah, schau mal, hier ist eine Spüle. Ach, guck mal, hier ist es richtig modern. Der Herd, die Spüle. Also kein fließend Wasser, obwohl Wasserhahn ist. Die müssen das Wasser hier etwas entfernter holen. Holen die wirklich in Gefäßen. Ja. Und, ja. Und dann haben sie Wasser. Schau mal, das ist hier die gute Stube. Ne? Das ist der Schminkplatz für die Frau. Siehst du auch hier einen Schminkplatz? Ja. Aber guck mal, Musik. Aha. Fernseher. Ah ja. Schau mal, dieser Blick. Das ist hier ein lauschiger Platz. Ja. Es ist halt, der Mensch ordnet sich hier noch der Natur unter. Mhm. Nicht? Und ist auf die Natur auch angewiesen. Das ist eine ganz andere Auffassung, ein ganz anderer Lebensstandard natürlich auch. Die Familie mit den drei Kindern wohnt seit 10 Jahren in diesem Haus. Sie leben vom Fischfang. Klar, was es heute zu essen gibt. Akari heißt der. Das ist gekocht, wie eine Fischsuppe vermute ich, eine Bouillabaisse. Und das ist wie gegrillt, also so im. Ja.
Der Akari ist bei uns als großer Schilderwels bekannt und ein beliebter Amazonasfisch. Rogen, du kommst wieder zum Rogen. Guck mal, Fischrogen. Komm, wir probieren das jetzt. Marias Vater ist Angler und Christina nicht zimperlich. In europäischen Flüssen gibt es um die 150 Fischarten. Im Amazonas geschätzte 5000. Also ich finde es total spannend, das probieren zu dürfen. Es sind Fische, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Und das kosten zu dürfen, ist eine interessante Sache. Der hier, der ist richtig gut gewürzt. Mhm. Der hat, da braucht man überhaupt kein Salz. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Das Ganze ist lauwarm. Mhm. Noch. Aber ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Angst. Das ist der Spinne, ne? Die haben Gräten, ne? Die haben Gräten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich den Leuten hier was wegesse. Mhm. Meinst du? Weil die leben ja von dem Fisch. Mhm. Also ich glaube. Aber echt lecker. Wenn das alles, das sehr, ist sehr lecker. Angst. Der ist gut. Ein Ausflug ganz nach Christina Bachs Geschmack. Ein kleiner Snack abseits der Touristenpfade. Ich bin immer der Meinung, je mehr man reist, desto weiter wird auch der Horizont, andere Menschen und Völker zu verstehen und sich auch selbst besser zu verstehen. Nach 3 Stunden erfolgreicher Völkerverständigung müssen die Freundinnen diese fremde Welt verlassen und zurück zum Schiff. Spätestens wenn der Kapitän am frühen Abend den nächsten Befreiungsversuch startet, müssen alle 690 Passagiere wieder an Bord sein. Christine hat die Ruhe genossen und Mama Karins Tagebuch ist voller neuer Abenteuer. Schön. Wunderbar. Es war kein Schatten, aber ja, ich habe es fertig geschrieben. Die Sonne, die brezelt schon wieder. Die Kreuzfahrt ist eine große Belohnung für mich und ich bin auch der Meinung, ich habe die voll verdient, weil ich habe echt nicht Gutes erlebt dieses Jahr. Also 2 Rehas, 2 Operationen und war halt krank geschrieben. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das alles überstanden habe, dann gehe ich aufs Schiff, dann mache ich eine Kreuzfahrt. Und viele haben gesagt, was, du gehst jetzt aufs Schiff? Und da sage ich, ja, auch wenn ich das ganze Jahr krank war, ich habe das verdient. In den kommenden 2 Wochen wollen Karin und Christine nicht nur den Amazonas, sondern auch noch die Karibik kennenlernen. Vorausgesetzt, das Schiff setzt sich wieder in Bewegung. Die Karibik ist auch das Traumziel von Kira und Gordon. Schon als Kind wollte Kira unbedingt einmal auf ein Kreuzfahrtschiff. Jetzt verbringt sie mit Gordon hier ihre Flitterwochen. Und da guckt da jemand. Sind aber nette Menschen. Ja. Okay. Super. Der muss jetzt bestimmt aufpassen, der hat uns bestimmt auf die Sandbank gefahren. Wir müssen jetzt Strafdienst schieben. Ja, die Strafe. Während auf der Brücke Krisenstimmung herrscht, vergessen Kira und Gordon, in welcher festgefahrenen Lage sie sich befinden. Also für mich gibt es noch eine Sache, die ich unbedingt gerne machen würde. Ich würde so gerne mal hupen. Und da werde ich mich auch auf jeden Fall noch mal schlau machen, wenn ich da fragen muss, ob der Captain mich denn mal hupen lässt. Das wäre so diese gewaltige. Das würde ich gerne mal machen. Das wäre dein Traum, ne? Ja, das finde ich cool, doch. Der Kapitän hat gerade andere Sorgen. Kadett Christian wartet mit den Kreuzfahrtdirektoren auf seine nächste Entscheidung. Vom Ausgang dieser Situation hängt der komplette weitere Verlauf der Reise ab. Auch der brasilianische Lotse steht unter Anspannung. Eigentlich ist die Situation im Moment unverändert. Wir warten jetzt halt darauf, dass der Wind nachlässt, hoffentlich. Wir sind da guter Dinge, dass wenn die Sonne untergeht, dass das dann eintritt. Und dann versuchen wir von der Sandbank runterzukommen. Also 2. Versuch und wir drücken Daumen und wir hoffen, dass die Schutzengel über uns fliegen. Momentan geht da nur die Sonne unter. Aber das macht sie wunderschön. An der Reling versammeln sich immer mehr Gäste. Sehr verehrte Gäste, eine kurze Information von der Brücke. Wir müssen in letzter Konsequenz den Sonnenuntergang abwarten. Er ist um 18.23 Uhr und erfahrungsgemäß nimmt dann der Wind auf dem Amazonas ab. Wir werden Sie weiterhin konsequent informieren über den Stand der Dinge. Jetzt hängt alles vom nächsten Versuch ab.
Sollte der scheitern, muss ein Schlepper aus Manaus angefordert werden. Und der bräuchte mehrere Tage, bis er hier ist. Im Musiksalon heißt es, the show must go on. Reiseleiter Danny probt seinen Soloabend. Solo ist immer was ganz Besonderes, vor allem wenn neue Sachen dabei sind. Es ist viel Neues dabei, die wir auf der Bühne noch nie gemacht haben, zusammen noch nicht gemacht haben. Und dann, das gibt immer noch einen ganz besonderen Kick, weil man natürlich nie weiß, wie kommt es da herüber, wie kommt es an und funktioniert es so, wie man sich das vorgestellt hat. Es ist immer ein bisschen aufregend, aber es macht auch Spaß. Also es ist immer viel Lampenfieber dabei und das ist auch so ein ganz besonderer Kick. Es gefällt mir sehr gut und hoffe natürlich, dass es klappt heute Abend. Nimm dir jeden Platz, der frei ist. Hör nicht auf Leute, die laut. Okay. Okay. Das ist dann eine Durchsage. Wir werden in Kürze nochmal seinen Versuch wagen. Es interessiert mich natürlich schon, ob wir das jetzt schaffen, hier von dieser Sandbank runterzukommen. Aber wir sind so mitten in der Probe und haben gerade was ganz anderes im Kopf, wenn wir natürlich wollen, dass das heute Abend funktioniert. Wir kommen hier sowieso wieder weg. Die Frage ist nur, wann? Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, oh Cabaret, et Cabaret. Der Wind hat nachgelassen, der Wasserstand ist gestiegen. Die Brücke macht sich bereit für den nächsten Versuch. Die Anspannung steigt. Die Lichter haben wir jetzt eingeschaltet, um zu sehen, ob wir uns bewegen, weil wir können in der Dunkelheit ohne die Lichter ja nichts sehen. Und das ist einfach nur, dass wir peilen können. Ein Punkt am Ufer wird mit den Strahlen fixiert. Ohne dieses Hilfsmittel wäre in der Dunkelheit eine Schiffsbewegung kaum wahrzunehmen. Währenddessen nimmt das Abendprogramm seinen gewohnten Lauf. Danny präsentiert gleich seine Show, diesmal mit einem Ehrengast. Hi, toll, toll, toll wünschen. Oh, ich danke dir. Danke. Du bist nervös. Ich bin total aufgeregt. Du hast total flatternden Blick. Ich bin auch trocken, das ist schon mal ganz schön. Aber die Show ist halt neu, wir haben es so noch nie gemacht und bin total aufgeregt. Aber ich freue mich. Ich war jetzt bei den Tänzern noch hinter der Bühne und freuen sich auch total, alle hochmotiviert. Es sind auch ein paar Gäste gekommen, wie ich sehe, da ist alles voll. Also jetzt kann es nicht mehr schief gehen. Ich fieber mit dir. Ich danke dir, ich danke dir. Auf Deck 8 fiebert die Besatzung mit dem Kapitän. Der hat die letzten Stunden auf diesen Moment gewartet. Tagsüber war der Wind zu stark. Jetzt endlich haben sich die Bedingungen etwas gebessert. Das war der Verschub, ja. Aber das ist niedriger Wasserstand und ich wollte nur sehen, schauen, ob irgendwas bewegt sich, aber das bewegt sich überhaupt nichts. Das bedeutet wieder warten, bis der Wasserstand steigt und der Wind weiter nachlässt. Einen letzten Versuch will der Kapitän noch unternehmen, um aus eigener Kraft loszukommen. Willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, et Cabaret, oh Cabaret. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Atlantik-Lounge unserer schönen MS Albatros an einem doch etwas festgefahrenen Tag. Ich hoffe trotzdem, Sie hatten einen interessanten Tag mit vielen schönen Eindrücken. Ich wünsche jetzt eine wunderbare Show mit den fantastischen Phoenix Dancers und natürlich mit mir. Warum verbringst du den Abend allein? Mit Musik fühlst du dich okay? Mein Körper, wie ist diese Welt? Drum komm in das Körper. Auf der Brücke behält Kapitän Morten Hansen alle Geräte fest im Auge, damit er sofort reagieren kann, wenn sich an der Lage etwas ändert. Is something happened there? Er ist den ganzen Tag hier gewesen, ohne Pause, ohne Essen. Ich habe gerade gefragt, ob er ein paar Sandwich will. Nein, er will nicht. Er will zuerst raus und dann er kann essen, in Ruhe.
Sobald der Flusspegel hoch genug ist, startet der Kapitän den letzten und entscheidenden Versuch. Links, rechts, das dann zurückziehen kann. Und es besteht Hoffnung. Das Echolot hat kurzzeitig angezeigt, dass wieder etwas Wasser unter dem Kiel ist. Es sieht so aus, als hätte es sich wirklich gelohnt, so lange zu warten auf das Hochwasser. Okay, Geduld. You raise me up, so I can stand on mountains. In der vollbesetzten Atlantic Lounge bekommen die Passagiere von all dem nichts mit. Danny bietet das perfekte Ablenkungsprogramm. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Danny hat's geschafft. Die Passagiere haben ihre festgefahrene Lage fast vergessen. War sehr kurzweilig, war sehr schön. Viele schöne Klassiker gesungen. Leute fanden es toll, wir auch. Danny Winter, danke schön. Dein Applaus. Meine Hasen, boah, die Klitsche nass, ey. Oh. Ganz schön, dass ihr nicht so früh ins Bett gegangen seid wie sonst und geguckt habt. Nur wegen dir, nur wegen dir. Das ist toll, wunderbar. Und ihr fandet es natürlich toll. Er ja, ich nicht. Nein, war geil, richtig cool. Schön, super. Jetzt geht's los. Der letzte Befreiungsversuch hat begonnen. Die Wasserstandsanzeige wird keine Sekunde mehr aus dem Auge gelassen. Und tatsächlich. Das ist schon mehr als eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Oder doch nicht? Mal gesehen, dass unsere weiße Lady bewegt sich in der Sandbank, aber dann ein paar Mal gestoppt auch. Und dann haben wir unsere Akten in die richtige Richtung gekriegt und dann ist sie langsam von den Sandbank weggerutscht. Und der war ein glücklicher Moment. Feierstimmung auch in Harrys Bar. Dort startet der Karaoke-Abend. Und Kira ist die Erste auf der Bühne. Kein Wunder, schließlich ist sie seit Jahren aktives Mitglied im Karnevalsverein Niederrissigheim. Vor ihrer Zeit als Ehepaar waren Kira und Gordon sogar schon ein waschechtes Prinzenpaar, eben echte Stimmungskanonen. Auf der Brücke ist nie Feierabend. Das Gehirn des Schiffs ist immer besetzt. Kadett Christian aktualisiert die Flusskarte. Heute die erste Position, nachdem wir hier unsere Sandbank verlassen haben. Sehr gutes Gefühl. Das gute Gefühl setzt sich langsam auch bei Kapitän Hansen durch. Er hat dafür gesorgt, dass die weiße Lady wieder mehr als 25 Meter Wasser unter dem Kiel hat. Endlich kann auch er zur Ruhe kommen. Oh, wir sind alle so glücklich. Wir sind unterwegs, sozusagen. So, die Kreuzfahrt geht weiter, Walter. You did a good job, very good job. Wenn alles ist in Ordnung und der Tenderboden ist gesichert, eine gute Dusche und dann in meine Sessel, in meine Kabine und dann ein bisschen ausrasten. Morgen ist ein neuer Tag mit neues Glück. Das ist so
Hast du was erlebt heute? Ja, heute habe ich was erlebt, Captain. Ja? Das kann man so sagen. So ist es. Ja. Man, Amazonas, da haben wir gelernt heute auch. Seekarten, willst du haben gesehen, da kann man. Kann man nicht vertrauen. Und wenn ein Problem gibt, Ruhe bewahren, da gibt es immer eine Lösung. Ja. Und das ist der Wichtigste. In Harrys Bar hat Christine das Mikrofon ergriffen. Neben ihrem Studium arbeitet die 25-Jährige eifrig an einer Karriere als Sängerin. Sie nutzt jede Chance für einen Auftritt. Liebeskummer lohnt sich nicht. Liebeskummer lohnt sich nicht mehr. Jetzt geht's los. Wir brauchen Wodka. Noch ist Mama Karin ihr größter Fan. Aber sie könnte singen wie die Colors. Der Star des heutigen Abends heißt Morten Hansen, der norwegische Sandbankbezwinger. So ist die mit Albatros, immer ein bisschen Abenteuer. Aber jetzt haben wir Hunger. Ja, jetzt haben wir. Darf ich? Jetzt ist es verdient. Ja. Dankeschön, die Damen. Morten Hansen hat in 11 Jahren als Kapitän zum ersten Mal eine Sandbank erwischt und konnte seine weiße Lady noch am selben Tag aus dieser befreien. Das hat ihn einige Nerven gekostet. Ein guter Grund, sich heute Abend unter seine Passagiere zu mischen. Diesen Tag wird er sicher nie vergessen. Er strahlt überall. Das Schiff hier, von der Sandbank weg. Ich glaube, heute Abend ist jeder stolz auf unseren Kapitän. Er ist unser allerpersönlicher Held. Er hat das Schiff von der Sandbank runtergebracht. Toll. Ja, das ist ja mein Job. Aber das ist ja wie mit jedem Ladies, wie meine weiße Lady. Da braucht man ein bisschen Geduld und Ruhe bewahren. Und dann lösen diese Probleme sich. Happy End im Amazonas. Für heute. Auf dem Weg in die Karibik wird der Kapitän noch vor so einige Probleme gestellt. In der nächsten Folge. Kira und Gordon hoffen, dass bellende Hunde nicht beißen. Das war eine heiße Kiste gerade, glaube ich, du. Praktikantin Lisa vermisst ihre Tochter und ist völlig am Ende. Ich hätte sie gern hier. Ich hätte sie sehr, sehr gern hier. Während Kadett Christian hoch hinaus muss. Ich habe mich jetzt schon teilweise ab und zu unsicher gefühlt. Schlagerstar Christina Bach sorgt für Stimmung auf der Brücke. Das ist so, wenn es mal ausfällt, oder? Nee, damit gucken wir so. Und Nachwuchssängerin Christine will groß rauskommen. Das bedeutet mir schon viel, weil es ja auch ein Traum von mir war, auf einem Kreuzfahrtschiff zu singen.